Hallo und willkommen. Wir sind hier bei etwas feuchtem Wetter unterwegs. Im Hintergrund kann man schön sehen eine Lichtung, eine Waldlichtung, das heißt also eine Aufforstungsfläche. Und darum soll es auch heute gehen im Video, um Ansaat oder Pflanzung, um Naturverjüngung und vegetative Vermehrung. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Fabienne zum heutigen Video. Hallo, Fabienne. Hallo, Burkhard. Und Fabienne, vielleicht kannst du später was sagen über die Vermehrung von Orchideen. Gerne. Wunderbar. Ja, jetzt erstmal zur Forstfläche, die ja in der Regel begründet wird durch Ansaat und Pflanzung, aber sich auch verjüngt natürlich über Naturverjüngung und über vegetative Vermehrung. Und in der Regel ist es so, dass man eine Fläche auf eine Naturverjüngung in heutiger Zeit vorbereitet. Das heißt, sie wird aufgelichtet und einige schöne, vitale und kräftige Altbäume bleiben als Überhälter stehen sozusagen. Die können dann auch vom Licht inspiriert ihre Samen ausbilden und die zu Boden werfen. Der Samen keimt natürlich dann gerne an, weil eben auch standortsgerecht die Pflanze das gezeigt hat. Das heißt also, die Mutterpflanze oder der Altbaum hat natürlich dementsprechend auch gute Leistung gebracht und dadurch, das ist ein Zeichen dafür, dass er standortsgerecht ist. Das heißt, auf dem Boden passt von der Baumart her und dadurch sich der Samen auch dementsprechend leicht tut bei der Ankeimung und dann als Sämling natürlich dann auch durchstarten kann. Die Ansaat hat den Vorteil, dass sie in der Regel etwas dichter anwächst, das heißt mehr Sämlinge entstehen, als bei einer Pflanzung ausgebracht würden werden. Und auch die Pflanzen bei der Pflanzung erstmal eine kleine Wuchsstockung haben, sozusagen einen Pflanzschock, und dadurch erstmal kurz stehen bleiben. Und der Sämling kann das dann, durchdem er durchwächst, auch wieder einholen und steht also der Pflanzung dann in nichts hinterher sozusagen. Ja, vegetative Vermehrung gibt es auch sehr oft, vor allen Dingen bei Laubbäumen, zum Beispiel durch Stockausschläge. Das heißt, der Baum treibt also wieder aus am Stock selbst. Das ist also eine asexuelle Vermehrung, das heißt eine Vermehrung ohne Bestäubung, ohne Befruchtung. Das heißt, der Baum wird dann wieder so, wie der Mutterbaum gewesen ist, von der Genetik her, also praktisch wie ein Klon. Und durch Bestäubung und Befruchtung, also einer sogenannten generativen Vermehrung, also einer sexuellen Vermehrung, entsteht natürlich Samen, der vom Baum abgeworfen wird oder auch als Saatgut dann in den Verkauf kommt und auch als Grundlage für die Jungpflanzen natürlich dann dementsprechend dient. Ja, Fabienne, soweit über Forst und Verjüngung. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen über Vermehrung von Orchideen. Mhm. Ist es da ähnlich von der Vorgehensweise her, dass man dann also auch irgendwie durch die Züchtung dementsprechend Saatgut gewinnt und Pflanzgut herstellt, oder ist es einfach anders? Ja, bei den Orchideen ist es ziemlich nicht ganz so einfach. Ich würde jetzt mal sprechen von der einfachsten Art, wie sich eine Orchidee zum Beispiel vermehren kann, wo man auch zu Hause auf der Fensterbank, wenn man Glück hat, auch schon erlebt hat, dass sie zum Beispiel die Vermehrung über sogenannte Kindel oder Keikis. Das heißt, es wächst an der Mutterpflanze. Bei der Phalaenopsis ist es meistens an der Rispe. Anstatt einer Blüte kommen auf einmal Wurzeln und Blätter,
wächst ein neues Pflänzchen. Ne? Mhm. Das ist also vegetativ auch. Vegetativ dann, mhm, genau. Und diese kann man, wenn sie groß genug sind, das heißt, die brauchen mindestens 4 bis 5 Luftwurzeln, sollten sie haben, und mindestens 3 Blätter, dann kann man sie vorsichtig von der Mutterpflanze lösen und separat einpflanzen. Die Pflanze ist dann wirklich komplett identisch mit der Mutterpflanze. Das ist die eine Art. Dann, was bei Orchideen mit einer Querspruchsachse möglich ist, ist die Vermehrung durch Teilung. Das heißt, jetzt fängt so langsam die Jahreszeit bei den meisten, das ist die Wachstumsphase wieder an. Die eine oder andere muss dann vielleicht umgetopft werden. Dies ist natürlich dann ein super günstiger Zeitpunkt. Da kann man dann die Pflanze teilen. Also zu Beginn der Vegetationsperiode sozusagen. Genau, mhm, genau. Und also sie muss einfach wirklich groß genug sein, weil jedes Teilstück sollte mindestens 4 Pseudobulben aufweisen. Mehr ist besser, aber mindestens 4 müssten es dann wirklich sein. Mhm. Dann die Großhändler oder die Züchter auch zum Teil. Das ist dann, das kann dann zu Hause eigentlich so gut wie nicht mehr nachgestellt werden. Da braucht es schon wirklich schon fast ein ganzes Labor. Ist dann die Vermehrung, die Meristemvermehrung. Da wird junges Gewebe entnommen von der Pflanze und wird dann auf einem Nährboden ausgebracht und so angezogen. Und dann natürlich die Vermehrung durch Samen, wo man von der Orchidee gewonnen hat. Mhm. Das ist dann auch komplett steril in vitro, wird auch auf einem Nährboden ausgebracht und so angezogen. Mhm. Die Dauer, bis da wirklich mal dann von der Pflanze eine Orchidee blüht, muss man von zwischen 3 bis 5 Jahre rechnen. Wunderbar. Vielen Dank für die Ausführungen. Gerne, danke. Das zeigt immer wieder, dass diejenigen, die mit Natur sich beschäftigen, erkennen und wissen, dass die Natur natürlich ihre Zeit braucht und wenn man Geduld hat, dann über eine gute Eigenschaft verfügt. Und ja, so viel also zur Verjüngung, zur Vermehrung von Pflanzen. Und ich hoffe, ihr konntet einen guten Mehrwert mitnehmen und das Video hat gefallen. Uns würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.